So, halb sieben, geil. Ich darf nicht mehr ausschlafen in diesem Leben. Aber es ist echt geil heute Morgen. Jetzt gerade Niedrigwasser. Der Hafen, der war so dermaßen überfüllt gewesen. Man sieht das an den Masten, 1 Million Masten. Auf 48. Päckchen gelegen, aber für die paar Stunden pennen war das echt okay. Ja, leider überhaupt kein Wind, also noch nicht mal ein bisschen glattes Wasser. Ja, der Strom dreht jetzt gleich und dann fahren wir einfach mal runter Richtung Harlingen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir dann ein bisschen früh, um über die Barre drüber zu fahren. Dann legen wir in Harlingen nochmal an und essen mal ein Kibbeling oder irgendwas Fettiges. Und dann fahren wir mal ins Eiselmeer. Heute ist Sonntag und dann dürfte auch nicht so viel los sein an der Schleuse. So, jetzt kam doch noch ein bisschen Wind auf. Ah, Traumverhältnisse heute. Schön T-Shirt, kurze Hose. Ich schätze mal so 3 Windstärken haben wir jetzt. Geil, nicht viel los. Auflaufendes Wasser, Strom mit uns. Ganze Genua draußen. Groß im zweiten Reff wegen dem Handling, weil wir hier ein paar Wänden fahren müssen in dem engen Fahrwasser. Supi! Und da hinten ist schon Harlingen. Die berühmte Skyline. Ein bisschen zu schnell eigentlich schon. Noch ein bisschen mehr Wasser brauchen, um über die Barre zu kommen, aber das täuscht jetzt wahrscheinlich auch wieder, bis wir da sind. Also wenn das so ist wie gestern Terschelling, dann bin ich ja jetzt noch 10 Stunden unterwegs und kann es die ganze Zeit sehen. Und der scheint echt überhaupt keinen Tiefgang zu haben. Der war eben so weit aus dem Fahrwasser. Also hier ist die Steuerbordtonne und der war also eben noch viel weiter draußen. Ist ja jetzt noch draußen. Volle Segel. Aber scheinbar kein Tiefgang. Natürlich das geil, das ist das richtige Boot hier für das Revier. Meine 1,70, die sind schon echt grenzwertig hier und da. Ich hatte gestern auch schon mal überlegt, ob ich ankere bei Terschelling, aber die Ankergründe, die sind bei Niedrigwasser alle dann so knapp. Da braucht nur ein bisschen Welle stehen und bei den 25 Knoten Wind, die da gestern plötzlich gepfiffen haben, ist das illusorisch. Ne? Da machst du kein Auge zu die Nacht. So, die Mittagspause in Harlingen ist beendet. Jetzt müsste genug Wasser auf der Barre sein zum Durchfahren. Ich sehe mich gerade ein bisschen behämmert aus, aber ich muss mir mal was auf die Rübe machen, weil ich sonst hier frittiert werde von der Sonne. Der Wind ist wieder weg. Das ist jetzt hier gerade noch so ein bisschen 5-6 Knoten von hinten. Also wenn man fährt unter Maschine, merkt man gar nichts. Ein paar Segeln hier noch rum, aber ich habe jetzt da keine Lust. Ich will jetzt mal durch die Schleuse. Eiselmeer hol ich noch mal die Lappen raus. Dann gucken wir mal. Jo,
Ansonsten gibt es dort nichts zu erzählen. So, da ist die Schleuse, Kornwerder Sand. Ins Eiselmeer, werden ja viele kennen sicher. Mal gespannt, was da los ist heute. Das knuddelt sich ja eh immer, weil die Leute natürlich immer zu den Hochwasserzeiten durchfahren. Und Pfingsten, jo, ich mach mich mal auf alles hier fast. Gerade durch die Schleuse war nicht viel los. Also 10 Boote oder irgendwie sowas in der Schleuse. Alles gut geklappt. Und jetzt bin ich hier schön mit achterlichem Windblatt vom Laken da. Schön mit 4-5 Knoten hier Richtung Hindelopen. Und da fahre ich jetzt rein. Treffe mich dann da mit ein paar Freunden. Und morgen werde ich dann nach Stavoren fahren. Da bleibe ich dann erstmal vier Wochen vielleicht. Mach noch ein paar Sachen am Boot fertig. Und dann geht's weiter Richtung Westen.